Als Ziel sollte ein Muttermal auf der Backe Francesco Sforzas dienen. Die Schritte wurden ausgemessen und die Reihenfolge ausgewürfelt. Die Marketenderin füllte die Krüge. Der Deutsche trank die vier verabredeten Krüge hintereinander aus, trat zur Seite, zielte, drückte ab und schoss vorbei. Der Pfeil streifte die Backe, riss das linke Ohrläppchen ab, berührte aber das Muttermal nicht. Der Franzose legte die Armbrust an die Schulter, als in der Menge plötzlich eine Bewegung entstand. Die Soldaten traten zur Seite und ließen einen Zug reich gekleideter Herolde, die einen Ritter umgaben, hindurch. Dieser ritt vorüber, ohne die Belustigung der Schützen weiter zu beachten. »Wer ist das?« fragte Leonardo einen neben ihm stehenden Schleuderer. »Sire de la Tremouille.« »Noch ist es nicht zu spät«, dachte Leonardo. »Soll ich ihm nachlaufen, ihn bitten?« Er rührte sich aber nicht von der Stelle. Fast erstarrt und zu jeder Handlung ohnmächtig schien es ihm, als ob er keinen Finger heben könnte, auch wenn es sich in diesem Augenblicke um sein eigenes Leben handeln sollte. Furcht, Scham, Widerwillen bemächtigten sich seiner bei dem bloßen Gedanken, er müsse sich durch die Schar der Diener und Reitknechte durchzwängen, um dem französischen Befehlshaber wie Luca Pacioli, dem Vogellocker, nachzulaufen. Der Gascogner drückte ab, der Pfeil schwirrte und saß mitten im Muttermale. »Bigorre, Bigorre, mon joie Saint-Denis«, schrien die Soldaten und schwenkten ihre Hüte. »Frankreich hat gesiegt!« Die Schützen umringten den Koloss und setzten den Wettstreit fort. Leonardo wollte sich entfernen, aber an die Stelle gebannt sah er, wie von einem furchtbaren Traume befangen, der Zerstörung des Werkes, das ihn 16 seiner besten Lebensjahre gekostet hatte, vielleicht des erhabensten Bildwerkes seit der Zeit des Praxiteles und Phidias, ruhig zu.